Ja Leute, wunderschönen Tag auch. Da sind wir wieder mit UFO Enemy Unknown und stehen hier direkt vor der Tür in die Kommandozentrale. Und da werden wir jetzt in der nächsten Runde auch reingehen. Und ja, hier haben wir nochmal den Boss-Gamer. Schau nochmal, der Schlangenmensch-Kommando immer noch fleißig am Schlummern im Rucksack. Das ist natürlich schön. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Und ja, viele haben ja auch gesagt, dass bei UFO, ich will es nochmal hier an der Stelle nochmal zeigen. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich habe ja diese Mod am Start und mit der Mod kann ich auch die Tür quasi alleine öffnen, ohne dass ich reinlaufe. Das ging eigentlich im Original erst bei XCOM, Terror from the Deep, also bei UFO 2 quasi. Mit der Mod kann man diese Funktion ebenfalls freischalten. Finde ich eigentlich ganz praktisch, weil sonst musste man immer hier direkt reinlaufen und das kann ja unter Umständen gleich mal tödlich enden. Da helfe ich mir doch mal gerne. So, wir sehen auch direkt hier einen Alien. Also eigentlich sehen wir es nicht. Es ist irgendwo hier versteckt, nämlich genau hier. Und ich versuche es einfach mal abzuschießen. Hat auch geklappt. Ich glaube aber auch wieder, dass es nicht gestorben ist. Und wir sehen jetzt hier auch einen Alien. Wie kann das denn sein? Ach, da unten. Da steht auch einer. Das gibt's ja gar nicht. Der muss natürlich noch viel eher weg. Jetzt komm, jetzt musst du aber... Boah, Zeros and Ones. Mach mich nicht fertig. Vor allem, weil jetzt hier der Nur-Ich-Bin wirklich ziemlich gefährlich da drin steht. Die 33 sieht auch schon wieder ein, nämlich den Schlangenmenschen hier, allerdings ohne Bewaffnung, so wie ich das sehe. Egal. Muss trotzdem weg. Ist weg. Okay. Verstecken uns wieder. Und die Mission läuft eigentlich bis jetzt wirklich sehr gut. Ihr könnt das ja mal versuchen nachzuspielen. Also, ich wette, dass das bei vielen von euch nicht ganz so gut laufen wird. Ich habe hier echt auch ein bisschen Glück, wenn ich es mal so sagen darf. Okay. Ich meine ja immer noch, dass hier irgendwo einer der Chrysaliden fehlt. Den muss ich mal noch finden. Aber bitte nicht, indem ich da reinlaufe, sondern ich will einfach nur hier stehen bleiben und hoffentlich kommt er und dann kriegt er ein Reaktionsfeuer ab. Da ist er. Da ist er auch und hat hier unsere, ich weiß nicht, wer das war, attackiert. Ich glaube, es war leider wieder einer der Abonnenten, weil die 36 steht nämlich hier. Und da ist er. Okay. Der ist platt. Allerdings haben wir das Problem ja, dass irgendwo noch der Abonnent sein müsste. Und da ist er auch. Und jetzt seht ihr hier, das ist so ein Zombie geworden, der die gleichen Eigenschaften hat wie der wieder Chrysalid, soviel ich weiß. Und ja, genau, wenn wir den getroffen haben, zieht er sein Kostüm aus und ist wieder Chrysalid. Okay, der ist platt und ja. Kann man leider nichts machen. Wir fahren jetzt mal hier hoch und hier seht ihr diesen Alien, ja, Stützpunkt, Quartier, wie man es jetzt mal nennen mag. Hier liegt übrigens ein Blaster Launcher, zwei Blaster Launcher. Wenn ich das sehe, Gott sei Dank haben die hier Angst bekommen und haben die weggelegt. Sonst kann das nämlich sehr eklig enden, indem man hier dann, ja, mehr oder weniger mit dem Blaster Launcher konfrontiert wird, in Form von man wird mit eben mehr oder weniger abgeschossen. Und ich hoffe mal, dass die Mission jetzt schon vorbei ist. Ich bete drum, aber nee. Irgendwie hat es noch nicht geklappt. Und ja, jetzt müssen wir trotzdem vorsichtig bleiben. Ich gehe mal hoch, weil ich hatte ja auch mal den Fall, dass sich da einer irgendwie hinter einem Tisch oder so versteckt hat. Und dann konnte ich mehr oder weniger gar nichts machen. Ja, jetzt ist natürlich alles sehr gefährlich, was man jetzt hier tut, weil... Gerade hier oben könnt ihr natürlich überall sein. Da warte ich auch mal lieber, bis wir hier hinten nochmal die 36 dabei haben. Wie gesagt, ich weiß leider nicht, welcher der Abonnenten das hier war. Ich werde es aber natürlich wieder rausfinden, beziehungsweise ihr in den Comments werdet das genau sehen. Das hat übrigens nichts mit schlecht vorbereiten oder so zu tun. Das ist, ja, ich bin einfach nur unglaublich schlecht in Sachen merken. Das müsste ich mal ein bisschen mehr trainieren. Ich brauche immer ewig, bis ich weiß, wie meine Schüler heißen. Muss ich ja mal gestehen. Okay, da war irgendeine Tür zu hören.
Vielleicht ist der irgendwo hier vorne. Das war auf jeden Fall eine solche Tür. Und ich werde mal Folgendes machen. Ich werde mir mal hier mit dem... Nur ich bin wirklich... Werde ich mir mal so einen Blaster-Launcher sichern. Der ist auch noch geladen. Das ist gut. Falls ich nämlich das Alien irgendwo sehe, kann ich nämlich direkt... Ach ja, da ist es ja. Wie konnte ich das denn nicht sehen, bitte? Hat aber zum Glück keine Waffe in der Hand. Ach, ist das blöd. Da muss ich jetzt nochmal das hier in die Hand nehmen und hoffen, dass er jetzt nicht zu dem Blaster-Launcher läuft. Und jetzt ist er weg. Wir fahren mal runter. Und sehen das Alien da oben stehen. Also... Okay, habe ich nicht so ganz verstanden, wie das hier mit der Sichtlinie funktionieren soll, aber egal. Das Ganze ist platt und es gibt immer noch eins. Okay, ich schaue mich erstmal um. Ich sehe nichts. Ich sehe hier auch nichts. Okay, dann können wir hier runtergehen. Hier ist auch nichts zu sehen. Also irgendeine Tür. Das Gemeinste wäre eigentlich, wenn der jetzt hier hochfahren würde und mir den Kommandanten wegschießen würde. Was heißt wegschießen? Halt, Also wir können davon ausgehen, egal wo der sein wird, der ist auf jeden Fall ziemlich angenockt. Ich gehe jetzt ja mit der 39 einfach mal ein bisschen vor und da sehen wir auch was. Und da hinten steht er. Schlangenmensch. Hat, so viel ich erkennen kann, auch keine Waffe in der Hand und ist auch direkt platt. Ich denke mal, das war es jetzt aber. Das war es immer noch nicht. Jetzt wird es aber langsam doch schon hier ein bisschen interessant. Wo soll der denn sein? Jetzt gehe ich wieder fast zu als offensiv hier wieder vor. Und da sehen wir ihn. Und ja, er steht direkt vor uns. Okay. Adios. Und das war es immer noch nicht. Ich glaub's nicht. Also spätestens, wir hatten ja die Diskussion, kann man mal kurz aufwerfen, hier von Giamo, glaube ich, war abgekürzt der Name, wegen der Schwierigkeitsgrad von UFO und Superhuman. Er hat vollkommen recht, dass wenn man, ich glaube, in der Urversion von UFO das Ganze auf Superhuman eingestellt hat, dass nach einer Mission das Spiel sich eigentlich wieder resettet hat, nämlich auf den normalen Schwierigkeitsgrad. Dieser Stützpunkt sollte dir aber zeigen, das ist definitiv hier nicht passiert, weil auf einem Stützpunkt auf Easy oder Normal sind definitiv nicht so viele Aliens. Da hätten wir jetzt schon längst gewonnen, also das kannst du gerne mal ausprobieren. In der Mod bei mir gibt es auch eine Möglichkeit, in dem Textfile genau das auszuklammern. Diese Eigenschaft und ja. Ich frage mich langsam wirklich, wo der letzte hier ist. Bisschen Angst ist da hier. Ah, da oben. Da oben. Also letzter ist gut, ne? Habe ich ja schon ein paar Mal gedacht, aber jetzt kommen 51%. Hat nicht geklappt. Gucken hier der Thunder mit hier mehr oder weniger einem Sniper-Shot. Long Distance. Ich denke mal, das wird nix. Ne, daneben. Können wir ein bisschen näher hinlaufen. Aber vielleicht hier Zeros and Ones nochmal zum Abschluss. 36, ja, das sieht gut aus. Das war's. Wunderbar, Leute. Und was für eine Bewertung. 1240 Punkte für 26 getötete Außerirdische. Zwei lebende Außerirdische geborgen. Das wird hoffentlich der Kommandant sein. Dann hier für den Stützpunkt haben wir 500 Punkte bekommen. Ein XCOM-Mitarbeiter getötet. Panzer zerstört, das gab keine Abzüge. Ja, es war unser Panzer, vielleicht erinnert ihr euch noch, ganz am Anfang war der mal dabei. Und wir haben auch Illyrium 115 bekommen. Das wundert mich ein bisschen, das wusste ich gar nicht mehr, dass wir das bekommen. Nicht genug Ausrüstung für die Truppe, okay. Und ja, das sieht auch wirklich gut aus. Jetzt können wir hier mal in die Forschung reinschauen, ob wir hier den Schlangenmensch-Kommandanten haben. Und da ist er auch. Und den werden wir dann auch erforschen. Und ich weiß auch, dass ich ja dann den Avenger bauen muss. Hier diesen, ich zeige euch den mal hier in der Produktion.
um dann hier mehr oder weniger die letzte Mission zu spielen. Avenger, hier ist er. Keine freien Hangars für den Raumschiffproduktion. Okay. Ich würde jetzt auch mal sagen, den bauen wir schon mal. Ich habe ja eigentlich genug Platz. Ich habe ja diesen zweiten Skyranger, den brauche ich theoretisch gar nicht mehr. Verkaufen, schauen wir mal, ob der hier dabei ist. Ich könnte auch hier meine Soldaten verkaufen übrigens. Abfangjäger Skyranger 2. Der ist auch gerade daheim. Okay. Nicht, dass ich irgendwie was verkaufe, was ich noch brauche. Skyranger 2 ist verkauft und jetzt haben wir quasi einen Platz frei. Da können wir jetzt hier mal in die Produktion gehen und bauen den Avenger. 900.036 Werkstattraum braucht der. Ich glaube, das habe ich, oder? Ja, geht auf jeden Fall zu produzieren und dauert, was, 101 Tage? Das ist aber ganz schön lang. Das sind ja knapp 3 Monate. Muss ich mal schauen. Ich glaube, das Labor brauche ich eigentlich nicht mehr hier. Das zweite. Ich habe ja nur noch 60 Wissenschaftler. Dann werde ich hier mal 10 absetzen und dann müsste ich eigentlich hier das Labor verkaufen können. Dann bauen wir nochmal in eine Werkstatt hier hin, dass wir den Avenger vielleicht ein bisschen schneller bauen können und vielleicht auch noch ein paar Rüstungen brauche ich ja dann auch noch. Und ich brauche irgendwann eigentlich noch ein ganz anderes Gebäude, aber dazu vielleicht dann auch noch mehr, wenn ich es denn noch, wenn ich es dann überhaupt bauen kann. So, dann haben wir ja wieder die Soldaten, da wollte ich auch nochmal gerade reinschauen. Haben wir denn jemanden, der aufgestiegen ist? Natürlich die 33 und die 36. Und dann machen wir mal weiter in meiner Liste. Ich habe hier als nächstes den Yoshixi 2. Und jetzt muss ich gerade mal überlegen. Muss ich gerade mal schauen hier, wer der Letzte war. Der Letzte müsste eigentlich der Seris der Zocker gewesen sein. Wenn er nicht schon draufgegangen ist. Seris der Zocker hat ein SE bekommen. Dann müsstest du hier ein BR bekommen. Und dazu kriegst du eine Rüstung, eine persönliche Rüstung für dich. Okay, und die 36 ist auch noch dabei. Die 36 ist auf meiner Liste der Mr. Grey. Oh. Mr. Grey Unicorn. Und du bist unser Kaya. Musste ich kurz selbst nachschauen. Eigentlich müsste ich das ja auswendig wissen, wisst ihr ja. Und die 39 ist auch noch befördert worden. Auch hier Gratulation. Ich habe hier in meiner Liste den XX Wod Wodka. Ich weiß nicht, ob das Wodka vielleicht sein soll. XX. Und du bist natürlich, jetzt müssen wir wieder ein bisschen vorne anfangen. RB. Auch hier willkommen im Team. Und eine Rüstung hattest du ja, glaube ich, schon, ne? Eine Rüstung müsstest du gehabt haben. Na, ich gucke mal eben die Leute mal an beim nächsten Mal, bevor ich die nächste Mission starte, ob die alle Rüstung haben, ob die was taugen. Ich bräuchte eigentlich auch mal ein paar neue Energieanzüge. Was wir noch schnell machen können heute in der Folge, dann ist eigentlich auch Schluss. Wir können noch mal schnell ein bisschen verkaufen hier. Wir werden wieder viel zu viel Zeug haben. Übrigens hier Elerium 115. Das ist doch mal schön, dass wir da so viel haben. Schwere Plasmagewehre, so viel brauchen wir nie im Leben. Mal sagen, 20 lassen wir mal übrig. Diese Plasmagewehre brauchen wir gar nicht mehr. Auch die Ladestreifen können wir, glaube ich, verzichten. Schade, dass wir die nicht in Elerium umwandeln können, weil das wäre eigentlich mal viel besser. Blaster-Abschussrampen haben wir mittlerweile 4 bekommen durch den Alien-Stützpunkt. Das ist mal gut, weil die können wir immer mal gebrauchen. Kleine Abschussrampe 11 brauchen wir auch nicht mehr so viel. Ich würde sagen, Maximum noch 3 Stück. Betäubungsbombe lassen wir mal. Gedankensonde lassen wir auch mal. Schlangenmenschen, die machen wir auch weg. Chrysaliten, die mag ich eh nicht, schnell weg. Und ja, der Rest sieht eigentlich ganz gut aus. So viel erstmal soweit für heute von UFO. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann!